Moin Moin, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor. Mein Name ist Alvo und herzlich willkommen auf dem 6. Teil vom Heidschnuckenweg. Wir wandern ein bisschen durch den Regen. Ich habe ein anderes Zelt als bei der letzten Hälfte dabei und wir gucken uns ein bisschen zusammen die Natur an. Viel Spaß mit dem Video. Leute, ich mache gerade ein bisschen Pause. Ich bin bis jetzt sehr viel durch Regen gewandert. Jetzt nieselt es nur noch leicht. Vorher musste ich den Poncho tragen, weil es wirklich doll geregnet hat. Aber ich habe trotzdem alles gut genug verpackt gekriegt, dass nichts nass geworden ist. Die Temperaturen sind relativ angenehm. Wir haben irgendwo so zwischen 7 und 10 Grad, ja, je nachdem, ob man gerade im Wald oder auf freier Fläche ist. Wir haben ein bisschen Nebel, aber das ist bei Heide nicht schlimm, weil man sowieso nicht so weit das Blickfeld hat oder Täler hat, dass irgendwelche Ausblicke dadurch versperrt sind. Im Gegenteil, durch den Nebel wirkt die Heide manchmal sogar noch schöner. Mein Rucksack wiegt dieses Mal 12,5 Kilo und da sind 3 Liter Wasser und 1,5 Kilo Essen schon mit drin. Das heißt, ohne Wasser und Essen habe ich, lass mich schnell rechnen, 9 Kilo dabei. Das habe ich unter anderem dadurch hinbekommen, dass ich die große Powerbank diesmal zu Hause gelassen habe und dafür ein Schnellladekabel für mein Handy mitgenommen hat. Und für meine Actioncam zum Film, die ich jetzt gerade auch benutze, habe ich sowieso 4 Akkus und wenn die voll aufgeladen sind, reicht das für ungefähr 5 Tage durchaus. Ich habe mir auch eine größere Micro-SD geholt für diese Kamera. Das heißt, ich nehme jetzt wieder in 60 FPS auf, damit das Ganze ein bisschen flüssiger aussieht. Wie habe ich noch Gewicht eingespart? Unter anderem habe ich zum Beispiel das Tarp nicht mitgenommen. Ich habe ein anderes Zelt mitgenommen, das nochmal ein bisschen einspart. Und wenn man dann nur die Oberplane von dem Zelt und nicht das große Tarp mitnimmt, spart man natürlich nochmal ein bisschen Gewicht. So habe ich das ein oder andere Kilo doch noch hinbekommen. Trotzdem habe ich den schweren großen Rucksack wieder genommen, auch wenn ich natürlich den Deckel allgemein abgemacht habe, um Gewicht zu sparen. Denn in den 60 Liter Rucksack hat es nicht so ganz reingepasst. Vielleicht mit ein bisschen Stopfen, aber dann wäre es ein bisschen anstrengend geworden. Also habe ich wieder auf den Rucksack zurückgegriffen. Das heißt, mit einem anderen Rucksack, der vielleicht besser verteilt ist, den ich mir irgendwann mal zulegen möchte, hätte ich nochmal guten Kilo sparen können. Selbst bei Touren, die bis 0 Grad gehen. Das ist ungefähr das, womit ich rechne. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter wandern, die Natur genießen, euch natürlich die schönen Naturbilder ein bisschen zusammenschneiden, damit ihr sie auch genießen könnt. Und ich melde mich dann heute Abend nochmal, wenn ich das Zelt aufbaue oder schon aufgebaut habe, gebe euch ein kleines Resümee und wir quatschen nochmal ein bisschen zusammen am Ende. Bis dahin. Thank you.
Ja, moin Leute, ich habe es nicht mehr geschafft zu filmen, denn ich habe jetzt hier im Halbdunkeln eher so aufgebaut. Scheint trotzdem alles gut gegangen zu sein, habe jetzt ein bisschen was gegessen. Ja, ich bin jetzt geografisch direkt hinter Soltau, also ungefähr 1 bis 1,5 Kilometer, bis da wieder was halbwegs Vernünftiges zum Schlafen kommt. Ja, weil man geht da ein bisschen an so einem Bahndamm entlang und das ist einfach nicht angenehm da. Ja. Deshalb habe ich erst noch mal ein bisschen suchen müssen. Das war auch ordentlich anstrengend und insgesamt habe ich heute 28 Kilometer gemacht. Das ist für mich, vor allen Dingen bei 12,5 Kilo, echt viel. Also so viel mache ich fast nie. Normalerweise mache ich 17 bis 20 Kilometer ungefähr in dem Rahmen. Deshalb tun meine Beine auch ganz gut weh. Ja, gleich am ersten Tag so viel Kilometer reisen ist nicht immer so gut, aber das hat sich heute so ergeben, weil dann war Soltau auf einmal da und dann musste ich erst wieder aus Soltau raus und so weiter und so fort. Dafür konnte ich mir halt noch ein paar Annehmlichkeiten kaufen für heute Abend ins Zelt. Ne? Der Abschnitt von Bispingen bis Soltau, muss ich sagen, ist knapp 24 Kilometer lang. Ich habe 2 nochmal vorher gemacht, innen nach Bispingen rein und 2 hinter Soltau gemacht. Und ich muss sagen, ich fand die Strecke jetzt gar nicht so toll, ehrlich gesagt. Ja, sie war schon ganz schön, aber es war eher hauptsächlich Nutzwald, Felder. Ja. Ganz witzig war die grundlose Kuhle. Ja. Da gab es noch ein kleines Märchen zu. Also wer da Lust hat, einfach mal das Video stoppen. Dann blende ich jetzt nochmal die Grafik ein, dann könnt ihr euch das nachlesen. Ja. Die grundlose Kuhle, das fand ich ganz witzig. Und es war schon ganz schön, vor allem mit dem Nebel. Ich bin 1 Kilometer nur durch Heide gewandert, was sehr wenig ist bei 24 Kilometer Strecke. Also zwischen Bispingen und Soltau. Ja, gucken wir mal, wie es jetzt nach Soltau wird. Wie gesagt, ich habe jetzt hier das neue Zelt. Vielleicht komme ich dazu, dann morgen euch das zu zeigen. Und ansonsten mache ich mich jetzt langsam ins Bettchen auf. Ja, werde noch ein bisschen was trinke, esse und dann langsam mal schlafen gehen. Ne? Wetter ist regnerisch, neblig, aber nicht so kalt wie vor, ich glaube, 3 Wochen war ich das letzte Mal unterwegs. Deshalb halbwegs angenehm. Ne? Also ich schwitze sogar beim Wandern ordentlich, obwohl ich schwitze auch beim Wandern, wenn es richtig kalt ist. Naja. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, abonniere mich, denn dann verpasst du kein Video mehr vom Heidschnuckenweg. Und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.